Herzlich willkommen zum ersten Input und wir widmen uns dem Thema Problemanalyse. Was soll die Zielsetzung für den Bereich Problemanalyse sein? Sie sollen einmal die sprachlichen Tätigkeiten in der Informatik, also der Bereich, zu dem die Algorithmisierung gehört, zuordnen können. Sie sollen selbst die sprachliche Modellierung eines Problembereichs vornehmen können und dabei die Abstraktion als Methode des Modellierens benutzen und kennenlernen. Nun vorweg, Problemlösen kann als Essenz der Informatik angesehen werden. Warum der Informatik? Zur Erinnerung, die Algorithmisierung ist ein wesentlicher Teil der Informatik und wird dort auch wesentlich verwendet. Nun werde ich Ihnen einmal kurz dieses Bild vorstellen. Und zwar ist hier beispielhaft, wie man von einem Problem zu einem Programm genannt, also genau der Weg, was man auch bei der Algorithmisierung zum Teil machen würde. Und wir fangen einmal hier oben bei dem Problem an. Und müssen dann mittels Abstraktion zu einem modellhaften Problem bekommen. Wie können Sie sich das vorstellen? Einmal aus dem Buch, aus dem die Quelle entnommen ist, stellen Sie sich vor, Sie wollen einen Routenplaner, ein Navigationsgerät selbst machen. Was ist dafür wichtig? Sie sagen, okay, wenn ich eine Strecke von A nach B haben möchte, ist in meinem Navigationsgerät beispielsweise nur die Länge der Strecke, der Teilstrecke interessant, aber die Kurven und alles andere ist mir egal, die Landschaft. Und dann hätten wir gesagt, okay, wir abstrahieren und würden dann von unserem Problem, wir haben unser komplettes Straßennetz, schon zu einem modellhaften Problem gesehen, indem wir uns zum Beispiel da nochmal sagen, okay, was ist uns eigentlich wichtig? Hier abstrahieren wir. Die anderen Punkte, die hier quasi als Tätigkeiten in Blau sind, danach Erfahrung, Recherche, Intelligenz, Modellierung, Analyse, Reflexion, Implementierung, die sind ganz ähnlich, wie man auch in anderen MINT-Fächern vorgehen würde, um Probleme zu lösen. Aber um hier für die Algorithmisierung bleiben wir bei der Problemanalyse erstmal im ersten Schritt. Was lässt sich noch über das Problemlösen sagen? Problemlösen ist im Wesentlichen die Essenz der Algorithmisierung der Informatik. Also sie besteht nicht nur zu großen Teil daraus, noch andere, sondern es ist im Wesentlichen der Kern. Algorithmisierung, Informatik besteht im Wesentlichen aus andauerndem Problemlösen. Welche Bezüge hat das Problemlösen zu anderen Dingen? Sowohl in Informatik, als auch, wie hier beim Schulbezug, in der Mathematik. Und zwar geht es hier um die Modellierung. Eine Problemlösung umfasst mit Teilen und ergänzt sich mit Modellierung. Und da haben wir zum Beispiel in Informatik Modellieren und Implementieren und in Mathematik mathematisch Modellieren. Was ist unsere Besonderheit? In der Algorithmisierung haben wir die Datenstrukturen als Basis der Elemente der informatischen Welt. Auf diese werden wir uns immer zurückrufen und ohne die ist die Algorithmisierung auch nicht denkbar, dass ich von grundlegenden Datenstrukturen ausgehe. Ich kann nicht alles in einen Computer beispielsweise abbilden, weil ich nur ganz bestimmte Datenstrukturen zur Verfügung habe. Aber wie sieht das nochmal mit dem Modellieren aus? Jetzt folgt ein kleiner Exkurs, und zwar der Modellierungskreislauf nach Bloom. Der ist aus der Mathematik. Wenn Sie auch Mathematik als Fach haben, dann haben Sie ihn auch wahrscheinlich schon kennengelernt. Wahrscheinlich gibt es auch in ähnlichen Fächern andere oder ähnliche Kreisläufe, wie man Probleme modelliert und abbilden kann. Und zwar beginnt es das einmal hier links bei der Realsituation. Die muss erstmal verstanden werden, um zu einem Situationsmodell zu gelangen. Und jetzt ist der wesentliche Schritt, den wir auch hier mit der Abstraktion bezeichnen wollen, genau der, den Bloom auch macht, aber mit vereinfachten Strukturieren bezeichnet. Wir müssen erstmal zu unserem realen Modell gelangen. Und das ist genau der Punkt, mit dem wir uns heute weiter beschäftigen wollen. Und wir werden auch viel vereinfachen und strukturieren, um darunter zu abstrahieren. Denn alles, was danach folgt, baut darauf auf. Also mit diesem Realmodell würde man in der Mathematik mathematisieren, also die Grundvorstellungen aktivieren. Und die Grundvorstellungen sind natürlich je nach Fach unterschiedlich. In der Algorithmisierung wären es die Vorstellungen, welche Konzepte, welche Datenstrukturen, welche Grundvorstellungen dazu kann ich aktivieren, was ist überhaupt ein sinnvolles Modell aus dem Fach. In anderen Disziplinen sind natürlich die Grundvorstellungen ganz andere. Und wenn ich dann meine Grundvorstellung aktiviert habe und ein Modell in diesem Fach habe, dann muss ich natürlich in diesem Fach arbeiten, in der Mathematik mathematisch arbeiten, gelangen zu Resultaten. Dann müssen diese wiederum interpretiert werden
und validiert werden und dann kann ich sagen, okay, und dann kann ich wieder zu meinem ursprünglichen Situation gelangen. Was bedeutet was? Wie kann ich das erklären? Und ich finde, dieser Modellierungskreislauf lässt sich auch viel und gut auf andere Situationen übertragen, wenn man nicht von Mathematisieren ausgeht, sondern von dem Aktivieren von Grundvorstellungen. Jetzt ein weiterer Exkurs. Hier steht Programmieren und Softwareentwicklung. Damit beschäftigen wir uns nicht. Wir werden uns nicht mit Softwareentwicklung beschäftigen, aber ich möchte hierhin etwas anderes zeigen. Und zwar, wie Sie vielleicht auch schon gemerkt haben, es geht auch implizit bei uns Algorithmisierung oft um andere, zum Beispiel um Abstraktion, um Modellieren. Und hier einmal das Bild ist aus einer betriebswissenschaftlichen Perspektive. Was muss alles geleistet werden? Wenn wir von einer Idee kommen, muss erstmal der Auftrag geklärt werden. Dann haben wir Konzeption, Design, Realisierung. Die Realisierung wäre nur ein kleiner Teil, nämlich das Implementieren. Und dann muss es noch eingefügt werden. Das Entscheidende, was ich Ihnen dann zeigen möchte, dass dies all Kommunikation bedarf. Und zwar zwischen sehr vielen Menschen hier aus Betriebswirtschaftlich, zwischen Kunden und den Leiterinnen dieses Projekts. Aber falls es zu Problemen kommt in der Kommunikation, dann geht auch der Rest schief. Denn wenn zum Beispiel auch ein Beispiel, was schon vorgekommen ist, mit sehr viel Geld. Es gab eine Idee, und zwar wollte man ein Programm haben, um für die Öffentlichkeitsarbeit, um nach außen zu kommunizieren. Das, was aber verstanden wurde, dass ein Kommunikationstool erschaffen werden sollte, was für die interne Mitarbeiterinnenkommunikation zuständig ist. Und dann ist hier schon die Kommunikation schiefgegangen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns immer wieder, und das werden wir auch in der nachfolgenden Macht mit Sprache beschäftigen, wie können wir Sprache in MINT und in der Algorithmisierung präzisieren und was muss Sprache alles leisten können. Nun der Bezug zum Projektmanagement, der eben auch schon in der Abbildung war. Damit werden wir uns nicht beschäftigen, sondern den werden Sie in der Vorlesung als letzten Teil Projekte erfolgreich durchführen, noch weiter besprechen. Deswegen lassen wir das einmal komplett außen vor. Nun wollen wir vom Problem zum modellhaften Problem gelangen. Wie machen wir das? Wir konzentrieren uns in diesem Input auf die Abstraktion. Im Modellierungskreislauf noch Blum war das, verstehen und vereinfachen und strukturieren vor allem. Nun werde ich Ihnen kurz was vorstellen, dann werden Sie eine kleine Übung noch nebenbei machen in Etherpad und dann werden wir es an einem Anwendungskontext exemplarisch durchexerzieren, sodass Sie das als beispielhafte Vorlage nehmen können und in der Gruppen- und Hausübung selber Abstraktion durchführen zu können als Teil der Problemanalyse. Abstrahieren und konkretisieren. Ich habe Ihnen Bilder mitgebracht. Und zwar habe ich Ihnen schwarze Bilder von verschiedenen Sitzmöglichkeiten mitgebracht. Was habe ich mir dabei gedacht? Und zwar, Sie sehen hier verschiedene konkrete Sitzmöglichkeiten, beispielsweise ein Sessel, ein Stuhl, ein Liegestuhl, ein Sofa, eine Couch und ein Hocker. Das sind alles Sitzmöglichkeiten und beim Konkretisieren geht es um konkrete Sachen. Also sie sind auf einen Einzelfall bezogen, sie sind sinnlich, anschaulich und erfahrbar. Das kann natürlich hier in dieser ikonischen, bildlichen Darstellung nicht ganz geleistet werden. Ich kann Ihnen leider durch das Digitale keine verschiedenen Stühle hinstellen. Deswegen hier auch schon wieder eigentlich eine Abstraktion von dem eigentlichen Gegenstand. Und wie sieht das bei dem Abstrahieren aus? Also wir haben Sitzmöglichkeit als abstrakten Begriff. Und welche Gemeinsamkeit hat dieser Begriff? Also welche verschiedenen Sachen sind den konkreten Sachen gemeinsam? Und das ist im Wesentlichen ein Platz zum Sitzen. Es geht gar nicht auch über die Anzahl der Plätze oder von der Beschaffenheit, sondern es ist im Wesentlichen, es ist ein Platz zum Sitzen. Es kann sehr unterschiedlich auch sein. Also beim Abstrahieren wollen wir die wesentlichen gesetzmäßigen Züge aus etwas Konkreten, sinnlich Wahrnehmbarem ableiten. Wie machen wir das? Wir ignorieren Details, um das Problem, also hier die Beschreibung der Gegenstände, zu vereinfachen, um gerade nicht auf konkrete Sachen zu weisen. Und oft benutzen wir dafür dann auch einen eigenen Begriff. Also ich habe jetzt nicht zum Beispiel von der Abstraktion der Idee Stuhl gesprochen, sondern explizit als Sitzmöglichkeit, damit Sie das weiter auffassen. Nun der Einschub als kurze Übung. Jetzt folgen Sie einmal dem Link, den finden Sie auch nochmal in Moodle und Sie haben für jeden Punkt 3 Minuten Zeit und Sie sollen sowohl konkrete als auch abstrakte Griffe eintragen. Nachdem Sie das gemacht haben und Sie pausieren jetzt das Video, machen diese kurze Übung und kommen dann einmal wieder zurück zum Video.
So, was ist denn der Fazit dieses Einschiebs? Und was war der Sinn? Sie mussten jetzt einmal sowohl konkrete als aber abstrakte Begriffe sich überlegen und das in relativ kurzer Zeit. Und wahrscheinlich ist Ihnen aufgefallen, Dinge, über die Sie gut Bescheid wissen, wie Schule, weil das gerade zu Ihrem Fach passt, fällt es Ihnen wesentlich leichter, abstrakte Sachen einzubringen, als etwas, womit Sie vielleicht nicht so vertraut haben, wie artgerechte Meerschweinchenhaltung. Und deswegen hängen Abstraktionsleistungen natürlich auch vom Kontext und Domänenwissen ab. Wenn Sie sich in der Domäne gut auskennen, dann fällt es Ihnen wesentlich leichter zu abstrahieren. Und das ist natürlich sowohl in Qualität als auch in Quantität so. Es fällt Ihnen leichter, die Worte, die zugehörigen Kategorien sind besser, als auch Sie können mehr Kategorien entwickeln, weil Sie das auf einer anderen Perspektive sehen, weil Sie viel mehr Wissen darüber haben, wie man auf unterschiedliche Art etwas strukturieren kann. Nun kommen wir noch zu unserem Anwendungskontext. Unser Anwendungskontext ist hier Flohmarkt. Nur noch mal so als bildliche Erinnerung. Wie war ein Flohmarkt? Hier sehen Sie einen Mitmenschen, vielen Dingen, die man anfassen kann, Verkäuferin. Wir sehen zum Beispiel vorne eine Person mit Fahrrad, links sehen wir Gemälde, wir sehen im Hintergrund noch Kisten, vollgefüllt mit Dingen. So. Und unsere Idee ist jetzt, wir wollen diesen Anwendungskontext modellieren und abstrahieren. Und dies werde ich aus meiner Perspektive machen. Und wenn Sie das machen würden, würde vielleicht etwas völlig anderes auskommen. Aber nur, damit Sie exemplarisch einen Weg sehen, wie so etwas ablaufen kann. Als erstes habe ich Begriffe gesammelt. Und hier sehen Sie Beispiel Standmiete, Rabatt, Stand, Termin, Preis, Handeln, Verschenken, Gegenstände. Und hier sehen Sie auch, es ist eine Sammlung von Begriffen, aber wir haben hier auch schon abstrahiert. Ich habe nicht zum Beispiel geschrieben bei dem Gegenstand, ich meine das Gemälde vorne links mit dem und dem Rahmen. Also ich habe mich hier schon nicht mehr auf die konkreten Gegenstände bezogen, sondern gesagt, okay, es gibt hier Gegenstände. Genauso habe ich zwischen manchen Menschen schon Rollen zugeschrieben, wie Käuferin und Verkäuferin und alles, was man irgendwie noch dazu machen muss. Es gibt einen Termin von diesem Flohmarkt. Also in dem Sinne auch ein bisschen Brainstorming. Was gehört alles zu dem Flohmarkt dazu und jetzt nicht nur auf das konkrete Bild bezogen? Okay, jetzt sind wir erstmal, okay, Kontext Flohmarkt. Wir haben verschiedene Begriffe gesammelt. Das gehört zu einem Flohmarkt. Das ist natürlich nicht erschöpfend oder vollständig beschreibend, aber das wird es ist hier unsere Ausgangslage für die Abstraktion. Was machen wir als nächstes? Ich habe die Begriffe unterteilt. Und zwar habe ich sie sehr simpel unterteilt, indem ich gesagt habe, okay, ich habe hier meine verschiedenen Nomen. Ich habe meine Verben in blau und noch meine Attribute. Attribute und nicht irgendwie Adjektive, weil Attribute vielleicht auch ein bisschen anders sein können. Deswegen habe ich mich hier mit dem Begriff Attribut beschäftigt und die habe ich in rot markiert. Dann gesagt, okay, jetzt können wir ja schon sagen, okay, wir haben wesentlich mehr Verben und jetzt können wir sagen, okay, wie hängen denn unsere Verben und unsere Nomen miteinander zusammen? Wie können wir das Ganze noch strukturieren? Weil so ist es immer noch ziemlich unübersichtlich. Okay, erster Blick. Bei der Strukturierung gibt es auf einmal Verbindungen. Zum Beispiel eine Verkäuferin meldet einen Stand an. Wir haben Hervorhebungen, wie das manche Begriffe fettgeschrieben sind und es sind viel weniger Begriffe. Beispielsweise wurden bei den Gegenständen andere ähnliche Gegenstände wie Trödel, Sammlerstück ausgetauscht, weggelassen. Ich habe gesagt, okay, die kann ich auch unter Begriff Gegenständen fassen, denn es ist mir nicht wichtig, um welchen Gegenstand es handelt. Die Essenz soll sein, es handelt sich um Gegenstände. Und das Fettgedruckte ist zum Beispiel, okay, was sind nochmal so ein bisschen wir wollen es nochmal hierarchisieren, um es zu strukturieren. Also zu dem Stand, links beispielsweise, gehören noch eine Fläche, ein Termin, ein Zeitraum, eine Standmiete. Und die sind nicht unabhängig, sondern gehören alle zu dem Stand. Und so haben wir es auch nochmal weiter strukturiert. Nun noch zur Reflexion. Wie sind wir denn eben gerade vorgegangen?
Und zwar haben wir zuerst Wesentliches herausgearbeitet und Unwesentliches weggelassen, indem wir nicht genau das Bild beschrieben haben oder alle unsere Flohmarkterfahrung, sondern gesagt, okay, hier Verkäuferin, Stand, wir haben schon quasi auch einen Teil von diesem Domänen-Vokabular benutzt und haben einmal diese unwesentlichen Dinge weggelassen. Und was unwesentlich und wesentlich ist, kommt natürlich total auf die jeweilige Abstraktion an. Was ist das Ziel? Ich wollte bei mir den organisatorischen Teil herausstellen. Sie könnten natürlich auch was völlig anderes vorstellen, je nach Aufgabenart. Was haben wir dann gemacht? Wir haben Nomen, Verben und Attribute markiert. Einfach, um die nächsten Schritte nochmal einfacher zu machen, um Sachen zu identifizieren. Wir haben Kategorien gebildet, identifiziert. Und was sind diese Kategorien? Für uns waren es die charakteristischen Beteiligten und im Sinne, weiterführend, wo soll das Ganze hinaus, im Sinne der Algorithmisierung, auf die charakteristischen Daten. Also was muss ich für einen Stand abspeichern, um irgendwie damit zu arbeiten? Nun müssen wir natürlich auch alle unsere Seiten, alle Eigenschaften, alle charakteristischen Beteiligten, charakteristische Daten, den Kategorien zuordnen. Also bei uns die Nomen, Verben und Attribute. Und hier kommt es natürlich dann auch zu einer Hierarchisierung. Ganz am Schluss haben wir quasi die Verben, werden zum Beispiel Abläufen bzw. Szenarien zugeordnet. Das haben wir jetzt einmal nicht ausführlich gemacht. Und zwar können Sie sagen, okay, ich kann einen Beispielablauf dokumentieren. Wie sehen charakteristische Prozesse aus? Um nochmal ganz genau zu sagen, wir haben erstmal unsere Strukturierung und dann wäre ein charakteristischer Prozess. Wie sieht es aus, wenn eine Käuferin bei einer Verkäuferin etwas kauft? Was passiert da? Wie wird mit dem Wechselgeld umgegangen? Wie wird gehandelt? Gibt es Preisschilder? Wenn, kann auf das Preisschild bezogen werden? All diese Punkte würden dann nochmal ausführlich dokumentiert werden. Aber für unseren Teil mit der Abstraktionsleistung führt das einmal weiter. Und jetzt natürlich auch das Verhältnis von Abstraktion und Konkretisierung ist natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich. Okay. Weitere Reflexion. Jetzt nochmal die letzten Punkte. Welche Methoden haben wir verwendet? Also wir haben uns auf das Wesentliche reduziert. Und zwar nur auf das Teil, auf Teile. Und was das Wesentliche ist, ist natürlich spekulativ und vorläufig. Kann sein, ich habe auf das Falsche reduziert, auf den falschen Teil des Problems. Dann müsste ich das am Ende auch zwischendurch immer wieder reflektieren. Ist es noch zielführend? Ansonsten muss ich es wieder ändern. Wir hatten eine sprachliche Abstraktion und zwar durch Bildung von Kategorien, die keine Einzelobjekte beschreiben. Wie haben wir das gemacht? Wir haben das gemeinsame eine Menge versucht herauszubilden. Wir hatten eine konstruktive Ideenbildung. Wir haben nicht gesagt, okay, das gibt es, sondern was wissen wir davon? Was generiert sich quasi aus unseren Daten? Und das ist ähnlich wie die Superierung als Fähigkeit in den Sprachwissenschaften. Und wie das mit Ihren eigenen Fächern noch weiter zusammenhängt, werden Sie dann noch mal in der Hausübung erarbeiten. Was wir auch gemacht haben, das geht ganz am Ende, haben wir das noch mal angeschnitten. Wir haben Bedingungen für Prozesse abgeleitet. Bedeutet, wann passiert überhaupt irgendwas? Natürlich kann so ein Handel beispielsweise nur stattfinden, wenn es sowohl eine Käuferin als auch einen Käufer gibt. Eine Person kann nur als Verkäuferin gelten, wenn sie auch einen zugehörigen Stand hat und so weiter. Und da haben wir quasi die Bedingungen für die Prozesse. Damit möchte ich einmal den Bereich Problemanalyse abschließen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.